So funktioniert moderner Torfabbau. Ganz einfach mit einem Bagger. Aber mit was für einem Ungetüm. 30 Meter pro Stunde schafft dieser Apparat. Und er läuft im Sommer 24 Stunden jeden Tag. Als matschige, breiige, richtig nasse Masse holt der Bagger den Torf aus dem Boden. Aber dieses Ding ist natürlich schlau und transportiert den Brei ganz einfach 60 Meter weiter über Förderbänder und diese Bleche, bis die Wurst auf dem Feld ankommt und wupp, dort abgeladen wird. Nach ein paar Wochen entstehen dann diese trockenen Brocken hier. Insgesamt 300 Tonnen fertigen Industrietorf schafft diese Maschine mit nur 2-Mann-Besatzung an einem einzigen Tag. Für frühere Generationen von Torfstechern wäre das der absolute Traum gewesen. In den Mooren Norddeutschlands bildete sich über Jahrtausende Millimeter für Millimeter eine Torfschicht. Die entsteht, wenn sich abgestorbene Pflanzenreste ohne Sauerstoff und unter hohem Druck nur teilweise zersetzen. Torf war vor allem eins: Brennstoff zum Heizen. Die ollen Römer kannten schon Torf. Und hier im Emsland haben die bis in die 50er, 60er Jahre teilweise noch, also des letzten Jahrhunderts, teilweise noch von Hand diesen Torf gestochen. Sagen Sie mal, was braucht man jetzt alles wirklich dazu, wenn man losziehen will ins Moor, um Torf zu stechen? Nun, wir gebrauchen diesen Spaten, um diese Grassohn abzupumpen. Ja, okay, also Spaten, klar, Schippe. Und was sind das und jetzt hier so noch für die Schippe. Und das noch für Gerätschaften? Gabel, auch klar. Die Gabel zum Torf aufladen auf der Schiebkarre. Das ist der Obleger. Der Obleger. Damit wir die Torfsohn rausholen. Aha. Und hiermit wird er durchgeschnitten. Okay. So, eigentlich eine simple Ausstattung. Und so ziehen wir los ins Moor. Angst zu versinken muss ich nicht haben, denn bevor der Torf gestochen wird, ist das ganze Gebiet entwässert worden. Oh, was brauchen wir jetzt zuerst? Zuerst brauchen wir den Spaten. Ja. Nehmen wir die Schippe. Gut. Hier oben fangen wir an, oder? Ja. Und jetzt einfach ausstechen, oder wie? Ja. Wie beim Garten arbeiten. Ich zeige, wie es geht. Also war es schon falsch. Ja, aber ich kann es immer leer. Ja, die sogenannte Bunkschicht, die hat es ganz schön in sich. Man muss richtig feste zutreten, um die Grasnarbe zu lockern. So, und jetzt drunter und raus, oder? Jetzt können wir das abtragen. Wie tief? Bis auf die Weißstoffschicht. Gleich bis auf den Torf, ja? Und ist es dann Teamwork gewesen oder wie haben die da zusammengearbeitet? Wie viele Leute waren da überhaupt in einem, in einer Schicht? Das waren meistens 2 Leute. So, ich trage das jetzt ab. Okay, und ich schneide hier weiter, ja? Sie schneiden weiter, ja. Das ist ja ganz schön wabbelig hier, das Zeug. Geht es bis runter so? Ja. Dann müsste die Arbeit ja eigentlich leichter werden, oder? Ja, das wird es auch. Je nasser das Moor ist, umso leichter kann man graben und stechen. Aber es wird auch schwerer, oder? Eben, das Wasser wiegt und das Wasser macht den Torf in sich schwerer. Also kurz gesagt, das Schneiden wird leichter, aber das Schleppen wird immer schwerer. Genau. Womit schneiden wir? Schneiden mit dem Torfspaten. Hol ich. Mit dem Torfspaten beginnt der eigentliche Torfstich. Der Boden ist schon sehr ausgetrocknet, dadurch geht das Stechen nur mühsam voran. Es ist aber auch eine Sauarbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, das geht ja ganz schön ins Gearm. So, und jetzt läuft es doch eigentlich wie bei Muttern und ihrem Blechkuchen. Wie breit werden denn die Stücke? Etwa 10 cm. 10 cm. Jetzt bin ich ein bisschen großzügig gewesen, aber... Dieser Weißtorf, was machen wir mit dem überhaupt? Taugt der was? Nein, ja, der wird heute verbraucht als Gartenerde. Früher wurde er wieder unten in die Kuhle reingeworfen und mit Sand vermischt. Und dadurch entstand Ackerland. Wie? Also dieser Riesenarbeitsaufwand, jetzt ist eigentlich für den Fuß, das ist nix, Müll, Abfall? Ja. Oh Gott. Sieht aus, wenn er Akkordarbeit macht. Oh, ist ja auch wie Akkordarbeit. Wie geht's denn weiter? Oh. Jetzt gehen wir unten rein. Unten rein. Dann werden die Sohlen herausgehoben. Gerne, Chef. So, wie dick sollen denn unsere Tortenstückchen sein? Etwa 10 cm. Sowas?
Ja, 10 mal 10. Ach, das geht schön gerade. Das sieht ja super aus. Was mache ich jetzt damit? Hinlegen, umdrehen. Hinlegen, umdrehen? Umdrehen, ja. Insgesamt tragen wir 3 Schichten Weißtorf ab. Früher alles Abfall. Aber jetzt kommt ja hier doch schon ganz schön schwarzer Torf raus. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, das ist der Brenntorf, der Schwarztorf. Ja. Der ist zum Verbrennen geeignet. Ja. Und? Den dürfen Sie jetzt rausgraben. Also jetzt gleich hier der nächste Schnitt, ja? In den nächsten Schnitt. Wieder senkrecht rein? Wieder senkrecht rein. Hier an der Kante lang, okay? Ja, hier, ja. Gut. Ja. Nichts gewohnt. Jetzt erst kommen wir an das ran, weswegen wir eigentlich hier sind. Brenntorf. Es ist aber bereits weit nach Mittag, richtig heiß und die Stechmücken, die quälen uns zusätzlich. So ist gut. Kaum vorstellbar, wie die Menschen früher diese Knochenarbeit Tag für Tag aushielten. Zwar gab es Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Torfbagger, aber der Brennstoff für den eigenen Bedarf wurde weiterhin mit der Hand gestochen. Wir haben jetzt fast 1,5 Meter Torf geerntet, doch für ein ordentliches Tagwerk reicht das nicht. Wie viel muss ich da so schaffen am Tag? Oh, 4.000. Wie viel? 4.000. 4.000, ein Mann? Ja, sie sind noch nicht fertig, sie dürfen noch ein bisschen. 3.998. 3.999. 4. Komm raus, du Hund. 4.000. Gefühlte jedenfalls. Mir wäre jetzt nach Mittagessen, Nachtisch, Kaffee trinken, Feierabend. Und? Ich mach sofort mit. Aber komm, aber ich in wir Frage, haben oder? Unser Teil noch nicht, unser Soll noch nicht erfüllt. So, shoot. Ja, nachdem der Torf ein paar Tage gelegen hat und angetrocknet ist, muss er aufgestapelt werden, damit da Luft durchkommt. Und jetzt sind wir schon 2 und 2, oder wie? Ja, und von allen Seiten trocken, so dass Luft durchkommt. Okay. Luft und Wind. Und wie hoch? 5 hoch. Das Stapeln der Torfsoden in sogenannte Ringeln haben vor allem Frauen und Kinder gemacht. Den ganzen Sommer über trocknete der Torf auf den Feldern. Regelmäßig mussten die Soden gewendet werden. In der ständig gebückten Haltung zu arbeiten, eine enorme körperliche Belastung und ein Horror für den Rücken. Immerhin, er brennt ja gut, unser Torf. Aber sagen Sie mal, hat das denn gelangt, um richtig gut über die Runden zu kommen, so als Torfstecher? Man musste es, man musste sich einschränken. Man verdiente ja auch nur im Sommer. Und den Winter musste man mit überbrücken. Also ein Traumberuf war das auf gar keinen Fall. Und das, was man den ganzen Sommer über erwirtschaftet, rangeschafft hat, das ist dann im Winter im Herd verkokelt.